Ja, liebe Zuschauer, ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, bei der Live-Übertragung aus dem Bundesrat, die anderen Tagesordnungspunkte, die liefern wir Ihnen nach. Das wird jetzt auch der Fall sein. Es ging ja vorhin um Kohleförderung und Kohleausstieg und davor um die Wahl des neuen Bundesratspräsidenten, Dietmar Woidke aus Brandenburg, der ab 1. November sein Amt annehmen wird. Und Dietmar Woidke ist jetzt zu Gast bei Phoenix, Herr Woidke, der neue Bundesratspräsident. Bevor wir über die Arbeit, auch über verschiedene Sachthemen reden, ein Wort noch zur Halle. Solche Täter können ja überall zuschlagen. Was ist jetzt als Wichtigstes zu tun? Also erstmal ist es so, dass es ein Anschlag auf uns alle war. Es war ein Anschlag auf die Demokratie in Deutschland. Es war ein Anschlag auf alle Menschen, die friedliebend und frei in diesem Land leben wollen. Und ich glaube, das sollten wir immer wieder deutlich machen. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland dazu, ist untrennbar mit uns und unserer Gesellschaft verbunden, mit unserer offenen Gesellschaft. Und deswegen müssen jetzt die nächsten Schritte sein, dass wir in Ruhe die Dinge, die vorgefallen sind, auswerten und dass wir eben nicht zur Tagesordnung wieder übergehen. Und wir müssen uns schon auch fragen, warum es nach den NSU-Morden nicht zu stärkeren Konsequenzen gerade in Bezug auf gewaltbereite Rechtsextremisten gekommen ist. Das wird eine Diskussion sein, die wird jetzt beginnen. Wir sollten jetzt aber in Ruhe die Ermittlungsbehörden arbeiten lassen. Aber es muss dringend stärkere politische Konsequenzen geben für die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden, für die Arbeit der Polizeibehörden in den Ländern und auch für die Arbeit der Staatsanwaltschaften. Ab dem 1. November haben Sie als Bundesratspräsident das zweithöchste Staatsamt inne. Ein Bundesratspräsident muss, wie die anderen Staatsämter auch, ausgleichen. Er muss zusammenführen. Wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall, fast 30 Jahre deutsche Einheit. So richtig scheint das Land aber noch nicht zusammengefunden zu haben. Ich glaube, das gibt eine Diskussion. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass Ostdeutsche sich nicht so wahrgenommen fühlen, wie sie es gerne hätten. Und ich glaube wirklich, dass es zu einer stärkeren Diskussion kommen muss, auch wenn jetzt nach 30 Jahren eigentlich schon eine lange Zeit vergangen ist. Wie gehen wir mit ostdeutschen Biografien um? Und da ist doch vieles in den letzten Jahrzehnten nicht so passiert, wie sich es viele Menschen, die einen Großteil ihres Lebens auch in der damaligen DDR verbracht haben, es gewünscht hätten. Dass da über vieles hinweggegangen worden ist, dass vieles so vielleicht nicht so ernst genommen worden ist, das ist eine Wahrnehmung, die viele Ostdeutsche haben. Und ich glaube wirklich, dass auch aus den Erfahrungen der Ostdeutschen wir insgesamt in Deutschland profitieren können. Die Erfahrung mit der Strukturentwicklung, mit Strukturwandel, mit Strukturbrüchen auch in den 90er Jahren, die Dinge, die Menschen da auf den Weg gebracht haben, aber auch der Mut, der damit verbunden war, die Tatkraft, wenn ich, wenn Sie mal sehen, dass 89, 90 Menschen, die damals in Beschäftigung waren, zu 80%, also jeder vierte von vier mussten in eine neue Tätigkeit aufnehmen, mussten sich qualifizieren, einen neuen Beruf erlernen, manche zwei, manche drei, dann ist es, glaube ich, auch eine Tatsache, die in der deutschen Öffentlichkeit kaum bekannt ist, aber die auch zeigt, welche großen Leistungen die Ostdeutschen vollbracht haben. Und wenn wir heute darüber reden, wie gut Deutschland sich entwickelt hat, wenn wir heute mit Stolz darüber reden, wie gut Brandenburg sich entwickelt hat, dann hat das was mit der Unterstützung aus Westdeutschland zu tun. Es hat auch mit einer finanziellen und personellen Unterstützung was zu tun. Es ist aber vor allen Dingen ist die Wurzel wirklich die Leistung, die die Menschen im Land unter teilweise sehr, sehr schwierigen Lebensumständen vollbracht haben. Strukturänderung und Strukturwandel haben ja nicht nur die 1990er Jahre exklusiv, das steht heute wieder an. Wie sehr belastet denn zum Beispiel Brandenburg, Sie haben ja heute schon dazu gesprochen, der geplante Braunkohleausstieg, wie sehr ist Ihr Land dadurch belastet? Es ist, glaube ich, vor allen Dingen für die Menschen in den Regionen wichtig, dass sie möglichst schnell Sicherheit bekommen. Sicherheit heißt Sicherheit für die Arbeitsplätze, Sicherheit, Perspektiven für die jungen Menschen in der Region. Und deswegen ist es heute auch immens wichtig gewesen, dass der Bundesrat sich mit diesem Thema ja auf sehr konstruktive Art beschäftigt hat und der Bundes eben auch signalisiert, dass der Bundesrat diesen Prozess weiter begleiten wird. Und diese Sicherheit zu schaffen,
und gleichzeitig Schritte im Klimaschutz zu gehen, gleichzeitig zu zeigen, dass Wirtschaftswachstum, eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen auch mit Klimazielen verbunden sein kann. Andersrum gesagt, dass Wirtschaftswachstum nicht automatisch dazu führen darf, dass wir mehr klimaschädliche Gase ausstoßen, sondern dass wir dieses deutlich reduzieren. Das ist jetzt der Auftrag, den wir haben, den Menschen die Sicherheit zu geben und gleichzeitig zu zeigen, auch für den weltweiten Klimaschutz ist das immens wichtig. Wirtschaftswachstum und Klimaneutralität schließen sich nicht aus. Das sind die zwei großen Herausforderungen. Und die dritte ist, dass wir in die Strukturentwicklung der Region einsteigen und das erste Mal seit vielen Jahren die Bundesregierung wieder direkt in Regionen einsteigt. Und ich habe auch vorhin in meiner Rede kurz was dazu gesagt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Modell für die Kohleregion, aber das ist natürlich auch ein Modell, was für viele andere Regionen in Deutschland wichtig werden kann und wichtig werden wird. Diese Gemeinsamkeit zwischen Bundesebene, Länderebene und den Regionen, die müssen wir auch in anderen Fragen herstellen und so die Entwicklung in den Regionen auch vorantreiben. Eine Menge Aufgaben für den Ministerpräsidenten von Brandenburg und den neuen Bundesratspräsidenten Dietmar Woidke. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.